Hallo Kloppo. Hallo. Wer nennt dich eigentlich noch Jürgen? Meine Frau. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr freust du dich, mal wieder hier zu sein? 11. Warum? Weil ich hier das Gefühl habe, alles zu kennen und es ist trotzdem alles neu und es ist ganz spannend, jeden einzelnen Quadratzentimeter hier zu sehen, wie er jetzt genutzt wird. Was machst du immer als erstes, wenn du in Mainz bist? Normalerweise essen gehen, weil es immer um eine Zeit ist, wenn man hungrig ist und von der Reisestrapazen, wahrscheinlich essen gehen. Was gibt es dann? Das hängt davon ab, wo ich bin, aber Schnitzel ist meistens irgendwie mit dabei. Was hat sich denn so verändert, seitdem du weg bist? Dazu müsste ich mal länger hier sein, um das alles festzustellen. Wahrscheinlich ganz viel, weil ich meine, unter anderem ist jetzt hier der Trainingscampus, wo ich früher trainiert habe, ja auch schon. Aber das Stadion wird ja so nicht mehr genutzt und ich habe ja nicht in der Arena jemals als verantwortlicher Trainer gespielt. Das heißt wahrscheinlich ganz viel, aber müsste ich echt mal einen genauen Blick drauf werfen. Aber ist gut. Aber ich sag dir, was sich noch verändert hat. Das Lacat und die Kinoklause gibt es nicht mehr. Welche der beiden würdest du auferstehen lassen? Also das Kinoklause ja praktisch nebendran des Sixties ist, würde ich sagen, das kann man gelten lassen. Aber ich habe gehört, das Lacat gibt es wieder, nur hat einen anderen Namen. Ist das richtig? Ist richtig, hat einen anderen Namen. Ja, was verbindest du mit dem Lacat? Nette Abende, häufiges Krölen im Schatten des Doms und nette Abende. Was ist denn jetzt dein Lieblingsladen in Mainz? Ich weiß gar nicht, also erstmal gehe ich sowieso selten weg hier, ich gehe meistens essen. Restaurants, war ich immer in Gonsenheim? Nö, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich bin zu alt für einen Lieblingsladen. Dann gehen wir mal rüber zu Mainz 05. Weißt du, wer aktuell mit deiner alten Rückennummer spielt? Bell? Fast. Jair, aber auch Verspieler. Okay. Kloppo, ja. Was war damals anstrengender? Ein Mo Zidane, der viel redet, oder ein Nicole Chudowski, der extrem wenig redet? Definitiv Mo Zidane. Wir mussten ganze Mannschaftssitzungen machen, wenn Mo bei der Nationalmannschaft war, um einfach unter anderem auch Herrn Rose klarzumachen, dass der Junge für uns die Tore schießt und deshalb nicht so wichtig ist, wenn man schon frisch geduscht ist, nochmal kurz Shampoo über den Kopf. Also praktisch schon angezogen ist und dann kriegst du von Mo nochmal Shampoo auf den Kopf. Das hat dazu geführt, dass einige ihn wirklich aus der Kabine prügeln wollten und da musste ich dann doch die ganze Mannschaft beruhigen. Hat aber geklappt. Ein Spieler, den du in Mainz trainiert hast, ist nochmal 20. Wen von den Jungs würdest du holen? André Borenin. Was hat den ausgezeichnet? Wenn André an einem Tag in seinem Leben gewusst hätte, wie gut er hätte sein können, das wäre echt ein Hammer gewesen. André war ein unglaublicher Spieler, ein unglaubliches Talent. Und dementsprechend, das war unfair. In meinem ersten Jahr als Trainer, glaube ich, in der kompletten Saison als Trainer vor allem, habe ich ihn immer eingewechselt. Und dann ist André zu mir aufs Zimmer gekommen, irgendwann im Trainingslager, hat geklopft und hat gefragt, Kloppo, warum fange ich eigentlich nie an? Dann habe ich zu ihm gesagt, willst du eine ehrliche Antwort? Sagt er, ja. Sag ich, weil du nicht meckerst, wenn du nicht anfängst. Also das verstehe ich und hat weiterhin nicht angefangen. Das Bruchweg-Areal wird zum Wolfgang-Frank-Campus. Was verbindest du mit Wolfgang-Frank? Unglaublich viel. Ja, das ist keine Chance in zwei Sätzen. Er ist der beste Trainer, den ich je hatte. Er hat für mich, was den Fußball anbelangt, und für Mainz 05, was den Fußball anbelangt, alles verändert, zum Positiven hin. Er war der Starter dieser großartigen Entwicklung, dieses großartigen Vereins. Und ich bin ihm für immer dankbar. Und mit dieser großartigen Wertschätzung zeigt der Verein auch, dass er nicht vergisst. Welche Sportart, Kloppo, hast du bei Olympia so richtig verfolgt? So viel ich konnte. Ich wollte also gar nicht so richtig auf Sportarten mich festlegen. Das einzige Problem war, wir haben in Deutschland nicht so richtig abgesahnt. Ich habe wirklich viel geguckt. Ich habe einmal mehr festgestellt, dass bei Olympia ich sogar Dressurreiten gucke, weil wir da nämlich Medaillenchancen hatten. Und nicht nur hatten, sondern wir haben sogar gewonnen. Deshalb habe ich auch Dressurreiten geguckt. Schauen wir mal nach England. Wie oft bist du im Linksverkehr da schon falsch abgebogen? Außer in den ersten 6 Wochen nie wieder, aber in den ersten 6 Wochen ständig. Und ich habe vor allem in den ersten 6 Wochen die linke Felge ständig geschrammt. Aber jetzt mittlerweile geht's. Jetzt komme ich zurück nach Deutschland, das ist wirklich cool. Jetzt kann ich beidseitig fahren. Und jetzt so, fahren oder gefahren werden? Fahren. Also heute bin ich gefahren worden, aber normal fahre ich selber. Und wann wurdest du zuletzt geblitzt? Das auch schon ewig her, das war auch am Anfang in Liverpool, also praktisch schon fast 6 Jahre her, aber da zweimal in Folge. Und das hat beinahe dazu geführt, dass ich nicht den Führerschein hätte abgeben müssen, aber zu so einem Nachtest gemusst hätte. Und da bin ich zum Glück drum herum gekommen, seitdem nicht mehr.
Welche Mainzer Spezialität vermisst du in England am meisten? Fleischwurst. Also, ist einfach. Das bringt aber Frau Krabbe jetzt, bringt immer wieder mit. Deshalb muss ich es nicht so lange vermissen, aber eindeutig Fleischwurst. War ein guter Schobbe? Ja, mit Wein habe ich es jetzt nicht so richtig. Ich trinke, wenn, dann eher Rotweinschorle, deshalb vermisse ich es aber nicht. Also, Wein haben sie ja in England auch, Mineralwasser auch, deshalb, das geht schon. Aber Fleischwurst haben sie nicht. Lieber Mainzstrand oder Crosby Beach in Liverpool? Am Crosby Beach war ich viel, viel öfter, also weil ich da mit dem Hund lang gehen kann, am Mainzer Strand, wo auch. Obwohl, in der Bagatelle, richtig? Ist es Bagatelle? Nee. Wie heißt die denn auf der anderen Rheinseite? Bastion. Bastion. In der Bastion, da war ich und das ist geil. So, auf der anderen Seite war ich jetzt gar nicht so oft und dementsprechend würde ich jetzt sagen, zum Chillen, eindeutig Bastion und mit dem Hund Crosby Beach. Und so allgemein, lieber Konzert oder Kino? Boah, Kino. Was ist das? Wann war ich denn das letzte Mal im Kino? Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich würde echt gern mal wieder ins Kino gehen. Ich weiß nicht, zum neuen James Bond. Das wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Ansonsten dann doch Konzert. Kannst du dich noch ans letzte Konzert erinnern? Vor langer Zeit? Auf meinem Geburtstag, meinem 50. Geburtstag, ist Campino aufgetreten. Also die Toten Hosen sind aufgetreten. Das war das. Und Thomas Neger. Übrigens, wo ich wollte gerade fragen, ob in England oder hier, aber dann. Ja, eindeutig in Deutschland. Ja, das war das letzte Konzert, bei dem ich war. Ey, wir wollen mal Urlaub in Liverpool machen. Was sollten wir denn da unbedingt sehen, außer den Crosby Beach? Eindeutig, aber Docks und eindeutig die Innenstadt. Also Liverpool wird mit jeder Stunde, die der Tag rumgeht, besser. Weil gegen Abend geht die Post ab, so wenn eben keine Pandemie ist. Ja, dann muss man aber tatsächlich in die ganz vielen, ein, zwei, drei der ganz vielen Kneipen, die es da gibt, muss man gehen. Da gibt es praktisch überall Karaoke, aber Karaoke auf wirklich hohem Niveau. Weiß nicht genau warum, aber es leben da ja viele Iren, die können anscheinend ein bisschen besser singen als wir. Das ist also wirklich gut. Jetzt muss ich dazu aber sagen, habe ich mir sagen lassen, weil ich selber noch nie erlebt habe, dass ja die Krux meines Lebens, ich lebe ein Leben in der zweiten Reihe sozusagen, ich kriege so Geschichten erzählt, aber das ist auf jeden Fall was, was man gesehen haben muss und wo ich drin war, ist das Beatles Museum. Aber war selber super. Gesungen beim Karaoke hast du noch nicht? Nein, habe ich schon, aber nicht auswärts, nur zu Hause. Wo warst du denn zuletzt im Urlaub? Das hier ist gerade Urlaub, ich bin in Mainz und sitze jetzt bei euch hier im Studio und beantworte Fragen. Also hier, davor auf Sylt. Hast du schon mal was durch den Zoll geschmuggelt? Nein, also nicht bewusst. Es kann nicht sein, dass ich irgendwas mitgenommen habe, was man nicht nehmen darf, das weiß ich nicht. Aber dass ich gedacht habe, das nehme ich mit und hoffentlich sieht es keiner, nein. Du hast mal einen Tag frei und kannst nicht unbedingt nach Mainz fahren. Was machst du dann? Klingt jetzt schrecklich, schlafen. Mittags zumindest. Ansonsten mich mal um Ulla kümmern, wofür ich ja nicht so viel Zeit habe. Und mit Emma einen Spaziergang machen. Weil das Problem ist ja mit meinem Gesicht, ich kann jetzt nicht einfach sagen, heute fahren wir mal da und da hin und gehen mal raus und shoppen. Das artet ja grundsätzlich aus, deshalb müssen wir das noch ein bisschen verschieben. Letzte Frage, nach deiner Karriere, wo geht's dahin? Zurück in diese Region, ich hätte jetzt gesagt nach Mainz, aber irgendwie ist das nicht so sicher, weil irgendwie Mainz kann auch sein, dass wir nichts finden. Dann müssen wir ein bisschen links oder rechts gucken, aber in die Region auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit, danke Kloppo. Gerne, danke euch.